Guten Morgen. Ich fange gleich an, weil ich habe eine Menge Schriftstellen. Na, eigentlich fange ich nicht gleich an. Eigentlich wollte ich sagen, irgendwie, ich habe euch sehr vermisst. Also ich war jetzt, glaube ich, einen Monat lang nicht dran zum Predigen. Und ich habe eure netten Gesichter vermisst, die ich so von vorne so sehe. Und ich habe ein Wort, das uns heute allen helfen wird. Ja? So, wir kommen in den Gottesdienst, dass uns geholfen wird. Richtig? Wir sind Schafe. Mit Ihnen, wir haben euch das letzte Mal über das geredet und gesagt, man kann leicht ein bisschen so offended werden, weil Gott sagt, wir sind Schafe und dann heißt es immer, Schafe sind nicht sehr intelligente Tiere und so. Aber für mich ist das eigentlich total entspannend, weil ich bin eh nicht klug und gescheit und diszipliniert und all das für dieses Leben. Ich brauche einen Hirten, ich bin gerne ein Schaf. Und Schafe brauchen eine Herde, einen Hirten, weil sie Hilfe brauchen. So, heute wird uns geholfen. Amen. Mir wird heute geholfen. Der Herr hilft mir. Er ist einfach so gut. Ich bin so gern sein Schaf. Du auch? Wir gehen ihm so hinterher. Ja, so, meh, meh. Er gibt uns was Gutes zum Essen. Er sagt, nicht den Abhang da runter, da ist die Wiese und so. Ja. Er ist so nett zu uns. Richtig? Überlege mal diese Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Wer ist dein Hirte? Der Herr. Nicht irgendwer, es ist der Herr. Der Herr selbst ist unser Hirte. Ich meine, es gibt keinen Besseren. Und deshalb dürfen wir dieses Leben genießen. Ich habe ein bisschen, das ist auch ein bisschen so mein Titel heute, ja, Enjoy the Ride. Ist dir schon mal aufgefallen, dass dieses Leben kann ganz schön anstrengend sein? Zwei, drei, okay. Wenn das noch nicht aufgefallen ist, musst du ein bisschen mehr raus. Aber Gott möchte, dass wir das Leben genießen. Und die entscheidende Frage, die wir uns beantworten müssen oder die wir immer wieder auch haben und die beantwortet werden muss, ist, wie gut ist Gott, um dieses Leben zu genießen, um Freude zu haben. Es hat alles in einem Garten begonnen. Gott hat einen Garten für die Menschen gemacht. Ist das nicht nett? Nicht einfach so eine Wildnis, so bumm, da ist der Mensch, was die Wildwest. Besitzt das, sondern ein Garten. Das sagt was aus über unseren Gott. Und sie haben alles gehabt, was das Herz begehrt, und sie waren mit Gott. Aber irgendwann ist diese Frage aufgekommen, ist Gott wirklich so gut? Und weißt du, wir können tun, als ob wir das total gesettelt haben in unserem Herzen. Für mich ist das total klar, Gott ist vollkommen gut. Aber im Leben stellen wir uns doch immer wieder diese Frage. Oder bin ich die Einzige? Nein. Okay. Weißt, Gott kann uns auch nur helfen, wenn wir ehrlich sind im Leben, gell? Ja? So. Deshalb fragt er uns ja oft Dinge, dass wir draufkommen, so, warte mal. Und wir stellen uns diese Frage, warum? Weil das Leben herausfordernd manchmal ist. Ist jetzt Gott wirklich, ist er so gut? Ist er für mich wirklich? Ist seine Güte zu mir zugewandt? Und wie wir diese Frage immer wieder beantworten, entscheidet, wie wir in diesem Leben leben. Ja, das ist die große Frage. Vor allem als Christen, die wir immer wieder beantworten müssen. Die Flora und ich waren vor 2 Wochen im Urlaub in Kroatien. Und da die Flora ja groß ist schon und ich auch groß bin, war so ein Urlaub, dass wir sehr viel irgendwie schon irgendwo mal dumm gelegen sind oder gesessen und gegessen und einfach Leute beobachtet haben. So, wenn man mit kleinen Kindern im Urlaub ist, macht man das ja nicht sehr viel. Ja? Da rennt man die ganze Zeit auf, ab, hin, her. Und wir haben so eine Familie, die war so unsere Favorite-Familie. Die haben wir so von der Ferne immer beobachtet. Die haben auch alle gleiche Badehosen angehabt und so. So, wir waren so ein bisschen so Stalker, weißt du, auf der Luftmatratze, wo sind sie jetzt? Und haben wir gedacht, der ist irre. Ja, also der ist die ganze Zeit nur umziehen, abtrocknen, einschmieren, essen, schlafen gehen, aufstehen. Wo ist der? Dann haben sie immer irgendeinen gerufen, da sind wir. Also, so, wir haben sehr viel Zeit gehabt zum Beobachten. Und eine Sache, die wir beobachtet haben, war folgendes, dass die Mamas sind mehr diejenigen, die die Kinder, weil sie abtrocknen, umziehen, wenn sie sich wehtun, Bussi drauf, hast schon was gegessen, Creme, Kapperl auf, Schwimmflügel und so weiter. Und die Papas machen Folgendes sehr viel. Die Papas schmeißen ihre Kinder herum. Ist dir das schon
Hast du schon mal beobachtet? Keine Frage. Und angeblich machen Papas das in jeder Kultur. Schmeißen ihre Kinder. Und wir haben ganz wildes Geschmeiße gesehen. Einmal, da waren wir so im Wasser und da war so ein betonierter Steg, da sind die Leute halt reingesprungen und so weiter. Und da war ein Papa, der ist gestanden, sein Mädel war so hoch mit Schwimmflügeln. Und er nimmt die am Bein, einen Bein, hebt die so hoch und schmeißt die so ins Wasser. Und ich habe mir gedacht, okay. Schauen wir mal, wie die auftaucht. Die ist auftaucht, quietschvergnügt, ist wieder raus auf der Leiter, hat sich neben ihr Mappe gestellt, so, noch einmal. Und das Interessante ist doch, dass kein Kind würde sich freuen, wenn ein Fremder das machen würde. Oder? Wenn ein Fremder jetzt kommt und ein Kind einfach herumschmeißt und so wäre jeder so, ja? Aber warum haben Kinder Vergnügen daran, wenn ihre Papas das machen? Weil sie wissen, mein Papa ist gut. Richtig? Ja. Deshalb ist sowas, was irgendwie so ist, bringt eigentlich so viel Freude. Und du und ich, wir können auch, wenn es im Leben manchmal, ja, nur nicht, dass Gott uns so herumschmeißt, aber er hat schon auch, weißt du, glaube ich, Freude daran, wenn wir ein bisschen Action im Leben haben. Gell? Und wenn wir wissen, unser Vater ist gut, der fängt mich immer. Der fängt mich immer. Der schmeißt mich nicht und sagt so, hoppala. Ja? Dann können wir dieses Leben mehr genießen. Und ich sage euch was, Leute, wir brauchen das so dringend. Dass wir mehr das Leben genießen und Freude dran haben. Amen? Nick, ja? Und diese Frage, das müssen wir uns immer wieder beantworten lassen von Gott, wie gut er ist. Deshalb machen wir auch dieses ganze Zoos Garten-Ding. Es ist nicht so, dass der Flora und mir brutal viel langweilig daheim ist. Ja, und es ist auch, sondern einfach, weil wir wirklich so wie so einen Garten kreieren wollen für Frauen. Wo sie kommen können und Gott treffen und immer wieder diese Frage beantwortet bekommen. Er ist gut. Er ist für dich. Er fängt dich auf, er ist mit dir, er ist dir zugewandt. Amen? Und lass uns nicht aufhören, das zu tun. Lass uns nicht aufhören, das zu tun. Amen? Ja? Die Patrizia letzte Woche war so eine gute Predigt. Ja, ich hab so viel empfangen. Die Patrizia ist ein Mensch, auch für mich persönlich, wenn ich mit ihr bin, die bringt immer diesen Garten mit auch. Richtig? Die hat sowas Pastorales, so ein Herz von Jesus. Und was ist dieses Herz? Gott ist gut. Ja. Er ist für dich. Er ist dir zugewandt. Amen. In diesem Garten kannst du durchatmen, auch wenn es wild wird. Gott hat dich. Amen. Er ist ein guter Vater. Und ich habe von einem älteren Herrn diese Woche im Internet etwas gehört und das passt gut dazu, zu dieser Predigt. Er hat erzählt, er hat, mehrere Kinder und ziemlich viele Enkelkinder. Und ein Sohn von ihm, der war immer schon auch als Kleinkind sehr stark. Der hat schon als Baby die Schlösser, die Ketten runtergerissen von der Wohnungstür und so. Also der war extrem stark. Und er war immer extrem gut im Sport. Er hat gesagt, das hat er nicht von ihm, aber der hat das einfach immer gehabt. Und er war auch extrem gut immer im Wassersport, schon als Kind und jetzt als erwachsener Mann auch. Und sie haben ein Boot als Familie und sie waren alle miteinander, seine Kinder, all seine Enkelkinder, sind mit diesem Boot gefahren. Und der eine Sohn von ihm, der macht irgendwie, ich kenne mich ja da nicht aus, ich bin nicht gut in sowas, so ein kleines Board, da fährst du ihm ein Boot her, das heißt eine Leine, das zieht dich und irgendwann lässt das aus und du surfst einfach neben oder hinterm Boot mit. Ja? Und er hat gesagt, sein Sohn hat seinen eigenen Sohn an Bord dabei gehabt, weil er ihm das zeigen wollte, wie cool das ist, das Fahren. Und er hat seinen Sohn praktisch genommen als erstes Kind und ist mit dem gefahren und zeigt uns das erste Bild. Okay, so das ist der Mann mit seinem Sohn auf diesem Board. Okay, der Sohn, zeigt uns das zweite Bild. Könnt ihr das von hinten sehen? Ja. Der schaut nicht aus, als hätte er gerade voll viel Spaß, oder? So, der haltet sich an und hat umeinander geweint und er will nicht und so weiter. So, der Sohn, der ist wieder aufs Boot gekommen. Und die ganzen anderen Enkelkinder haben dann gesagt zu ihm, ich möchte auch, mach das mit mir auch, mach das mit mir auch. So hat der jetzt all seine Nichten und Neffen nacheinander einfach kalt und ist mit ihnen gefahren und sein eigener Sohn hat ihm zugeschaut.
Und er sitzt so da und schaut ihm zu. Und der Opa, der die Geschichte erzählt hat, hat gesagt, er hat sich zu ihm gebeugt und hat gesagt, weißt du eigentlich, dass dein Papa einer der stärksten Menschen ist, die ich kenne? Und er hat zu ihm gesagt, wirklich? Und er hat gesagt, ja, dein Papa ist so stark. Und das Nächste, was passiert ist, ist, dass er dann noch einmal aus dem Boot, okay, ich will auch noch einmal. Und das ist das Nächste, gell? Und wir haben noch eins mehr. Okay, so schau sein Gesicht an. So, was hat sich verändert? Er hat einfach realisiert oder gehört, dein Papa ist voll stark. Es war das gleiche Wasser, gleiche Wellen, gleiches Board. Aber was, warum hat er jetzt Spaß? Weil sein Papa stark ist. Amen? Danke, Mariam. Und für uns im Leben ist es auch so. Wo kommt es her, dass wir mehr Freude haben können im Leben? Dass wir wissen, unser Papa, der ist stark. Amen? Und er ist nicht nur einfach stark, so schön für ihn, dass er stark ist. Der ist stark für mich. Der lässt mich nicht fallen. Amen? Der ist für mich. Ja? Und ich möchte ein bisschen über das reden auch heute, dass Gott ist stark und wie empfangen wir auch von seiner Stärke? Wie kommt seine Stärke in unserem Leben an und wie können wir dieses Leben deshalb einfach mehr genießen? Bist du ready? Ja. Möchtest du das Leben mehr genießen? Ja. Ich hoffe, sonst müssen wir extra für dich beten. Nein, eigentlich mag ich das Leben irgendwie mieser. Okay, so unser Gott ist gut. Und deshalb tut er Gutes. Im Psalm 119, 68, da steht, du bist gut und tust Gutes, lehre mich deine Ordnungen. In unserem menschlichen Denken ist es oft umgekehrt. Macht jemand was Gutes, dann sage ich, ah, der ist ein guter Mensch. Aber unser Gott ist nicht ein guter Gott, weil er Gutes tut. Er tut Gutes, weil er gut ist. Er ist stark für uns, weil er ist einfach stark. Er setzt seine Stärke für uns ein. Warum? Weil er gut ist. Und bitte nimm da, wenn du nur eins mitnimmst heute, dann nimm da das mit. Gott ist gut. Weil es gibt jemanden, der andauernd dich bombardieren möchte und dich überzeugen möchte, dass es nicht ganz so ist. Gott ist gut. Amen. Und alles, was er tut, ist deshalb gut. Er kann gar nicht anders als Gutes tun, weil er durch und durch gut ist. Ich bin so, yeah! Ja. Aber ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich frage mich, wie können Leute leben mit einem Gott, wo sie sich denken, wie ist er heute drauf? Den ich immer irgendwie beruhigen muss, oder? Ja, immer so wohl, ja, hoffentlich, und jetzt mache ich das, dann hoffentlich ist er besser drauf. Nein, Gott ist gut, Amen. Er ist alle Zeit gut und er ist immer stark. In Jeremia 50, Vers 34 steht, ihr Erlöser ist stark. Unser Erlöser ist stark. Ich mag diese Jesus-Bilder gar nicht, wo Jesus immer so irgendwie ausschaut. Weil er ist nicht schwach, er ist stark. Ein starker Erlöser. Amen? Absolut. Ja? Und für wen hat er seine Stärke eingesetzt? Für dich und mich. Für uns. Nicht gegen uns, für uns. Amen? Er ist für uns. Er ist stark. Das mag ich an ihm. Amen? Ich mag keinen weichen, weichgespülten Jesus. Ich mag ihn. Ich mag, dass er stark ist. Ja? Und das heißt nicht tyrannisch, weil er ist nicht unsicher. Und seine Stärke ist für uns. Halleluja, danke Herr. Und er möchte, dass seine Stärke einen Einfluss hat auf uns. Das ist logisch, oder? So wie dieser Papa möchte, dass sein Sohn es gut hat auf diesem Board, weil er stark ist und er ihn hat. Genauso möchte unser Gott, dass seine Stärke einen Einfluss hat auf seine Kinder. Gott hat keinen Wohlgefallen daran, wenn wir ein Leben leben, das permanent besiegt ist. Ich schaff's nicht, es geht nicht, ich kann nicht, wie soll das werden? Das ist nicht Stärke. Und es ist nicht, dass Gott dann böse auf uns ist. Aber er sagt, hey, ich hab was ganz anderes für dich. Es geht ganz anders und es geht so leicht. Sag mal, es ist so leicht. Es ist so leicht, dass es fast ein bisschen peinlich ist, die Punkte, die ich habe, weil es so leicht ist. Es wird nicht tief theologisch heute,
aber es wird so hilfreich sein. Okay? So, bist du ready? Ganz praktische Hilfe. 3 Punkte, wie die Stärke Gottes abfärbt auf dein Leben. Und vergiss nicht, er ist stark. In Jesaja 35, Vers 3 bis 4 steht: Stärkt die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben: Seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Jesaja hat das gesagt, wann war das? So circa 600, 700 Jahre, bevor Jesus gekommen ist. Er prophezeit in die Zukunft hinein. Er sagt: Ihr könnt, stärkt die Hände, die wankenden Knie, das ängstliche Herz, seid stark und fürchtet euch nicht. Warum? Weil euer Erlöser wird kommen. Er kommt, um Rache zu nehmen. Diese Stelle ist für uns jetzt erfüllt. Weil Jesus war schon da. Ja? Seid ihr noch dabei? Ja. Es ist wichtig, das zu nehmen. Jesus war schon da. Das bedeutet, das ist erfüllt. Jesus hat Rache genommen. An wem? Am Teufel. An Tod und Sünde, Krankheit und Zerstörung. Er hat die Rache Gottes ausgeführt. Ja. Ist das nicht gut? Ja. Und deshalb haben wir jetzt Stärke für unsere Hände, unsere Knie und unser Herz. Und zuerst Punkt Nummer 1 sind unsere Hände. Unsere Hände stehen in der Bibel für das, was wir tun. Und es steht auch für Anbetung und Lobpreis. Möchtest du mehr Stärke haben für das, was du tust? Ja. Ja. Ja? Weil wir tun ja Dinge. Und ist es nicht viel besser, wenn man es mit Stärke tun kann? Ja. Ja? Und die praktische Hilfe, oder wie bekomme ich mehr Stärke in mein Tun hinein, ist durch Lobpreis. Durch Lobpreis und Anbetung. Ist ganz einfach. Bekommst du Stärke. Ja? Nehemia 8, Vers 6. Und Esa pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Was steht da? Sie haben ihre Hände erhoben. Ja? Kannst du dich erinnern, wie du das erste Mal im Gottesdienst warst, wo Leute ihre Hände erhoben haben? Das war komisch, oder? Ja? Und die meisten Leute fangen dann irgendwie so an: Okay, heben wir unsere Hände, und wir machen dann vielleicht so. Heben. Ja? Und es macht uns ein bisschen nervös. Und manchmal ist es auch noch jetzt im Gottesdienst, wenn der Lobpreis sagt: Komm, lass uns alle unsere Hände erheben. Manche Leute so: Na. Sie und wir werden nervös bei dem Gedanken. Aber warst du schon mal auf einem Fußballmatch? Ja. Sind die Leute eher weniger nervös, wenn sie die Hände heben? Ja. Ich habe es euch ja schon voll oft erzählt, ich war in meinem Leben ein einziges Mal beim Fußballmatch, und das war unabsichtlich eher. Also unabsichtlich, ich habe einspringen müssen für Peter. Und da hat er gespielt: Österreich gegen Türkei. Weißt du noch? Hm? Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ziemlich schnell war ich auch, ich war dabei. Ja? Hände in der Höhe und yeah! Und ich glaube, ich habe sogar einem vom Austria mitgesungen. Aber es ist nicht so, dass Leute da recht nervös werden. Ja. Männer, die sich in den Armen liegen, weinen, da kannst du alles. Weißt du, da ist gar niemand nervös in dem Setting. Am Freitag waren die Rolling Stones in Wien. War da jemand dort? Kannst du dich jetzt outen? Aber ich bin mir ziemlich sicher, da haben Leute ihre Hände gehoben. Warst du schon mal beim Konzert? Leute heben zu 1000 dort ihre Hände. Ist das nicht interessant? Dass Leute ihre Hände heben, ja, in solchen Settings. Ich glaube, das ist in uns Menschen drinnen. Wir wollen was anbeten. Und wir wollen, weißt du, wenn wir uns freuen und wenn wir uns etwas hingeben, auch wir heben unsere Hände. Ja? Und manche Leute sagen dann so: Ja, dieses Händeheben, das ist nicht so meins. Ja? Das ist nicht so das, was ich mache. Ich erhebe mein Herz zum Herrn. Das ist das, was ich mache. Ich mache nur mein Herz. Ja? Ich habe eine Schriftstelle für dich. Klagelieder 3, Vers 41, da steht: Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Ja? So, du erhebst dein Herz, das ist sehr schön, aber du erhebst auch deine Hände. Warum? Hör zu. So empfangst du Stärke. Ja.
So empfangst du Stärke. Amen. Ja. Psalm 134, Vers 2. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Du sagst jetzt, das war alles Altes Testament, Conny. Neues Testament, ja. Habe ich auch noch eine Stelle für dich. 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Wenn wir unsere Hände zum Herrn heben, das bringt uns Stärke. Stärke kommt so. Ja? Und ist dir das schon mal aufgefallen, dass es jemanden gibt, auch nicht nur die Schwerkraft? Ich kann mich erinnern, wie ich ein junger Christ war, das war so oft so, boah, hey, meine Arme tun schon richtig weh. Also wenn man das nicht... Ja? Aber es gibt noch was anderes irgendwie, so wie so ein geistiges Ding, das möchtest deine Hände unten bleiben. Aber du hast Autorität über deine Hände und heb sie hoch zum Herrn und du empfangst Stärke. Ja. Amen? Ja? Probier es aus. Ich weiß, ich habe das dann daheim, habe ich das oft alleine dann gemacht, weil ich meine Hände gehoben und habe gedacht so, ganz schön hoch da oben. Aber mittlerweile, weißt du, ich meine, mir ist das komplett wurscht, wenn ich den Herrn preise, was irgendwer irgendwie denkt. Ja. Komplett wurscht. Komplett. Weißt du warum? Weil er hat mich errettet. Ja. Er ist mein Ein und Alles. Ja. Ja? Und ich bete ihn an mit allem, was ich habe. Ja? Und ob ich hüpfe oder weine oder und ich hebe meine Hände und ich fuchtle herum. Warum? Weil ich liebe ihn einfach und da kommt Stärke. Amen? Da kommt Stärke. Ja? Wenn du im Gottesdienst bist und denkst, heute bin ich zu müde. Ja? Und bleibe ich sitzen, heute tut mir leid, ich bin zu müde. Dann ist das, also das ist dann nicht die Lösung. Ja? Das ist dann genau die andere Sache. Aufstehen, ich werde den Herrn preisen. Amen? Heb deine Hände, nicht nur, wenn der Lobpreisleiter sagt, okay, heben wir mal die Hände. Dann heben die Leute die Hände nach 10 Sekunden. Buch. Ja. Dann mach es einfach ein Stück mehr. Mach es im Auto, obwohl im Auto, wenn du ein Beifahrer bist im Auto. Ja. Oder du hast eine Automatik, kannst eine. Ja. Aber heb deine Hände. Wenn du zu Hause, wenn du kochst oder isst, mach danke, Herr, ich lieb dich so, heb deine Hände mal zwischendurch und empfangst Stärke, du wirst es sehen, du musst es nicht verstehen von deinem Kopf, aber es ist eine gute Sache. Amen? Amen. Wir können lernen, wie man anbetet. Wenn du sagst, das ist nicht so meins und die Musik, und wir können das lernen. Ja? Warum? Weil du möchtest Stärke haben im Leben. Und die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und wir drücken im Lobpreis, wir drücken unsere Freude am Herrn aus. Lobpreis ist nicht Lieder singen. Ja? Die Musik hilft uns, aber es ist nicht Lieder singen. Ich habe eine Freundin gehabt, die war mal im Gottesdienst vor vielen Jahren bei uns und dann hat sie gesagt, naja, also diese Song Contest Lieder, die er da singt, das waren noch die Anfang 2000er, ja. Also das ist schon hart irgendwie. Und in dieser Zeit waren wir so, Lobpreis war auch noch ganz anders. Also wie wir Anfang 2000, das weiß ich, das war sehr, also ein eigener Musikstil irgendwie. Aber ich habe gelernt, was so Lobpreis machen zu allem. Ja. Ich habe Lobpreis gemacht mit Ziehharmonika, mit jemandem, der nur Flöte spielt. Ich kann den Herrn anbeten. Amen. Aber ich weiß auch, in welcher Ecke ich stehen werde im Himmel. Ja? Okay. Ist so. So, wir lernen, Stärke zu empfangen, wenn wir unsere Hände heben. Das zweite ist Knie. Ja? Da steht, festigt die wankenden Knie. Knie, oder das kann stehen für, wie du gehst. Im Leben, du gehst vorwärts. Ja? Wir gehen. Wir leben. Und Knie stehen in der Bibel immer für Gebet. Wie stärken wir unsere Knie? Im Gebet. Amen? Im Gebet. Ganz, 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 ganz einfach. In 1. Könige 8, Vers 53 bis 54. Denn du hast sie für dich zum Erbteil ausgesandt aus allen Völkern der Erde, so wie du auch durch deinen Knecht Mose geredet hast, als du unsere Väter aus Ägypten herausgeführt. Herr,
Und es geschah, als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen zu dem Herrn zu Ende gebetet hatte, stand er auf von der Stelle vor dem Altar des Herrn, wo er auf den Knien gelegen hatte, seine Hände zum Himmel ausgebreitet. Salomo betet hier und er ist auf seinen Knien. Genauso wie Hände heben uns befohlen ist, auch in der Bibel, weil es kommt Stärke zu uns, sehen wir es immer wieder auch in der Bibel, dass es gut ist, wenn wir unsere Knie beugen. Ja. Und du musst nicht jedes Mal, wenn du betest, deine Knie beugen, aber es ist schon gut. Wenn wir mit unserem Körper auch etwas ausdrücken, was in unserem Herzen vor sich geht, wenn wir uns hinknien vor unserem Herrn. Und durch Gebet empfangen wir Stärke. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet unablässig. Unablässig. Jetzt denkst du dir, wie soll das gehen? Ich meine, ich habe ja eine Arbeit und ich mache ja Dinge, ich kann nicht die ganze Zeit beten. Was sagt diese Stelle aus? Das Gebet bedeutet einfach, ich weiß, ich bin in Kommunikation mit meinem himmlischen Vater. Das ist Gebet, ich rede mit ihm. Ja? Und ich tue nicht einfach durchs Leben gehen die ganze Zeit und ich denke mir an ihn und Sonntag, hoppala, da gehe ich ins Gebet. Da werde ich ins Beten. Ja? Super, wenn du ins Gebet kommst, übrigens komm ins Gebet. Um 10 jeden Sonntag sind wir da drüben und beten. Komm, ja, wird dir gut tun. Aber betet unablässig bedeutet, ich weiß, ich habe eine Beziehung zu meinem Vater und ich kann mit ihm über alles reden und das stärkt mich. So, ich gehe, da ist jetzt, habe ich meinen Rucksack, da sind Dinge drin, die ich im Leben so mit mir rumschleppe, weil ich einfach lebe. Ist dir schon aufgefallen, dass im Leben kommen Dinge, die schleppst du dann so mit dir durch die Gegend? Eins, zwei, drei, okay, ich rede mit euch. So, ich weiß eh jeder, aber irgendwie ist das so ein blöder Spruch, den man vorne immer dann so macht. So. Okay, so, man geht so durchs Leben mit seinem Zeug. Und man tragt so Dinge und dann kommt immer wieder was rein und immer wieder was rein. Hilf mal bitte. Okay, ich gehe so durchs Leben und dann, was weiß ich, schreibt mal die Lehrerin von meinen Kindern, das, was jetzt nicht mehr passiert. Preis den Herrn. Aber und die schreibt mir vielleicht mal, bitte kommen Sie mal vorbei, weil ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwie macht sie ihr Kind nie Hausübungen, obwohl sie es immer unterschreiben. Und dann... Da ist der Luft gegriffen. Ja, und ich habe da eine Menge Steine drinnen. Ja, die hole ich jetzt nicht alle raus. Und dann kommt so, okay, boah, ich weiß auch nicht, wie bringe ich mein Kind dazu, dass in der Schule irgendwie das macht, was ich machen soll? Keine Ahnung, ja? Okay, dann haue ich, dann ist der Stein da drin und die ganze Zeit denke ich nach, boah, wie wird das und wie mache ich das und so weiter. Dann passiert irgendwas und in meiner Familie oder meinen Nachbarn und ich habe irgendeinen Konflikt, das ist anstrengend, ja, wie löse ich das? Okay, danke, du musst noch ein bisschen da bleiben. Ja. So, und ich schleppe das herum und das wird manchmal ziemlich schwer, ist dir das schon aufgefallen? Und was macht das, wenn wir was Schweres im Leben herumschleppen? Es bringt uns keine Stärke. Ja. Es nimmt uns Stärke. Warum? Weil es ist ziemlich anstrengend, schwere Dinge im Leben zu tragen. Ja. So, was heißt das, betet unablässig? Dass ich mein Ding, was da so daherkommt, okay, das Beispiel nehme ich jetzt wieder, weil es ungefährlich ist. Die Lehrerin sagt, was ist da los? Sie macht keine Hausübungen, wahrscheinlich muss sie das Jahr wiederholen, bla bla bla. Okay, dann gehe ich mit dem aus der Sprechstunde nach Hause und ich habe das da drinnen und dann sage ich, Jesus, das gebe ich da jetzt, du bist jetzt Jesus. Ja. Das gebe ich da jetzt. Und du kümmerst dich. Du kümmerst dich um mein Kind und du kümmerst dich um mich da jetzt und ich gebe dir das jetzt. Und dann lebe ich weiter. Und das Nächste, was passiert, danke, du steckst es ein. Und was auch immer, danke, du kannst nicht mehr. Und was auch immer so kommt, wir sind in Kommunikation mit unserem Vater. Das ist Gebet. Ja. Bitte mach es nicht komplizierter, als es ist. Ja. Red einfach mit ihm. Das ist jetzt schwierig für mich. Da weiß ich nicht weiter. Da bin ich gekränkt oder verletzt. Da fühle ich mich hängen lassen. Da habe ich keine Hoffnung. Oder das erwarte ich mir. Da habe ich Freude. Oder das möchte ich im Leben irgendwie mit dir erreichen. Red mit ihm. Gib ihm das. Schlepp das nicht selbst herum. Und so kommt Stärke. Einfach, weil wir ihm das geben. Und wir können aufrechter und mit leichterem Gepäck durchs Leben gehen. Ja. Die Kinder da in Kroatien, die waren mit ihren Schwimmflügeln und mit ihrer Badehose. Die haben nicht, weißt du, einen Rucksack gehabt mit allem möglichen Zeug noch mit. Ja? Buch und keine Ahnung warum.
Weil es einfach, wenn man Spaß hat, braucht man leichtes Gepäck oder gar keins. Ja. Stimmt's? Ja? Und noch ein kleines Geheimnis. Schafe, welche wir hier sind, sind keine Lastentiere. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es sagt niemand, ich gehe jetzt auf eine Safari, da fuhre ich mal ein paar Schafe. Die schleppen mein Zeug. Ja, das zählt. Und also wir sind nicht dafür gebaut, Lasten zu tragen. Und da geht es nicht darum, dass wir keine Verantwortung tragen. Das ist was ganz anderes. Aber Lasten, die ziehen von deiner Stärke. Und deshalb sagt Gott so oft in seinem Wort, komm zu mir. Red mit mir. Wenn du mühselig und beladen bist, er gibt uns ja schon den Hit, ja. Weißt du, den Hinweis, beladen, gib mir deine Lasten. Aber das ist so gut, wenn wir mit Gott reden können. Ja. Reden wir ein bisschen mehr mit ihm. Ja. Vor ein paar Wochen fahre ich im Auto und ich glaube, ich habe es meinen Kindern dann erzählt, weil es so lustig war. Ich fahre im Auto und denke über den Vers nach, dass wir unsere Sorgen dem Herrn abgeben, weil er kümmert sich um uns. Und ich denke so drüber nach und da waren so ein paar Sachen auch los in meinem Leben. Und ich denke über den Vers nach und denke mal, das ist eine coole Predigt. Da kann man das predigen und da kann man so und die Geschichte dazu und so weiter. Boah, es ist eigentlich so cool, dass wir Gott immer unsere Sorgen abgeben können. Und auf einmal sagt der Heilige Geist zu mir, und wann willst du das jetzt machen? Pass auf, und dann, nächster Gedanke, ja, vielleicht, wenn ich dann später nicht daheim bin. Und jetzt muss ich sagen, warte mal, ich kann im Auto. Richtig? Weil das macht man gerade Sorgen her. Und nimm nicht nur die großen Sachen, sondern die kleinen auch. Das gebe ich dir her. Du kümmerst dich damit. Wow, da kommt so viel Stärke ins Licht. Weil ich weiß, ich kann das nicht tragen. Ich muss nicht alles lösen. Sondern er macht das für mich. Und das ist es, zu beten, unablässig. Einfach im Gespräch mit ihm bleiben. Und kennst du das auch, wenn man es dann so macht und man schüttet alles aus, dann denkt man sich nachher so, bin ich blöd, warum mache ich das nicht öfter? Ja. Jeden Tag, dreimal am Tag, ja? Und das stärkt uns, das ist gut für uns. Halleluja, danke Herr. Upsi, upsi. Und der Punkt Nummer 3 sind unsere Herzen. Unsere Herzen sollen gestärkt werden. Für was stehen unsere Herzen? Wie wir denken und wie wir fühlen. Gott möchte, dass unser Denken und unser Fühlen gestärkt ist. Fühlst du dich manchmal geschwächt in deinem Denken? Geschwächt in deinen Gefühlen? Gott möchte, dass seine Stärke da abfärbt, auf uns auch. Und wir lesen Jesaja 35, Vers 4 sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Ist interessant, oder? Und es ist nicht so, dass Gott so sagt, reiß dich zusammen. Das ist nicht das, was er meint. Ja? Weil manchmal können wir das irgendwie missverstehen. Auch wenn wir aufgewachsen sind, weißt du, vielleicht in einem Elternhaus, das nicht sehr empathisch war. Und alles, wo du irgendwie schwach warst oder wo du, war eher ein reiß dich zusammen, das ist nichts. Indianer kennt keinen Schmerz, weitergehen, was weiß ich. Dann kannst du solche Stellen so lesen und du kannst es so interpretieren, als ob Gott das auch sagt. Stell dich nicht so an. Ja? Sei halt einfach stark. Aber das ist nicht, wie Gott das meint und wie er funktioniert. Hör mal gut zu. Zu Josua ist 7-mal gesagt worden, sei stark und mutig. 7-mal, hast du das gewusst? Mhm. 3-mal hat Mose es zu ihm gesagt, 3-mal Gott und 1-mal das Volk Gottes. Wenn ich Mose gewesen wäre, wenn ich Josua gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, ich frage mich, was so auf mich zukommt, wenn das so oft zu mir gesagt wird. Hör gut zu. Was hat Gott, was hat Mose, was ist da passiert? Er hat ein Wort in ihm gepflanzt, das ihn gestärkt hat. Das Wort Gottes bringt Stärke in unser Herz. Amen? Es ist nicht so ein reiß dich zusammen. Du nicht so, sondern das Wort Gottes bringt Stärke in unser Herz. Er spricht uns Stärke zu. Wir brauchen das Wort. Amen? Ja, wir haben gehabt Anbetung, Gebet und das Wort. Das Wort Gottes stärkt unsere Herzen. Amen? Du kannst kein starkes Leben führen, ohne dass du die Bibel liest.
Okay, ich sag's noch einmal und ich erwarte mehr Begeisterung. Du kannst kein starkes Leben führen, ohne dass du die Bibel liest. Yes. Amen. Im Umkehrschluss ist es so, Stärke steht dir zur Verfügung jederzeit. Ja. Du kannst immer den Herrn anbeten, du kannst immer mit ihm sein. Diese Woche ist die Frau von Bill Johnson gestorben. Wisst ihr, wer das ist, der Bill Johnson? Und die waren über 50 Jahre, glaube ich, verheiratet. Und ich habe gedacht, boah, ich meine, wie geht's der Familie jetzt? Mein nächster Gedanke, immer wenn ein Christ stirbt, denke ich mir so, boah, ich bin ein bisschen neidisch. Der sieht jetzt einfach Jesus, ich meine, sie sieht ihn einfach. Und verstehe mich nicht falsch, wir werden ihn auf eine eigene Art und Weise sehen, wenn wir heimgehen. Aber du und ich, wir können jetzt immer schon in seiner Gegenwart sein. Amen? Wir können ihn anbeten und wir können in seiner Gegenwart sein. Und Stärke kommt zu uns. Wir können immer unsere Lasten abgeben und immer mit ihm im Gespräch sein. Stärke kommt zu uns. Und wir können immer sein Wort lesen, weil wir leben in Österreich. Hallo? Und Stärke kommt zu uns. Amen? Ja, und wenn dann, und lies das Wort und Stärke kommt zu dir. Du musst nicht alles verstehen. Aber Stärke wird zu dir kommen. 1. König 2, Vers 2. Stimmt das? Ja. Da sagt David am Totenbett zu seinem Sohn, ich gehe nun den Weg aller Welt. Sei stark und erweise dich als Mann. 2. Timotheus 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Dieser Befehl, stark zu sein, den finden wir so oft im Wort Gottes, so oft. Und ich sage euch was, es ist Zeit für uns, dass wir ein bisschen stärker sind. Ja. Amen? Ja. Ja, es ist Zeit. Und Gott sagt das auch, sei stark. Aber wie kommt es? Hör zu, es steht da. Wir sind stark in der Gnade. Amen? Nicht ein reiß dich zusammen, nicht sei einfach stark in dir selbst. Nicht mach eine Maske, ja, oder irgend so eine Verkleidung, ich bin stark, sondern stark in der Gnade. Wie kommt Gnade in dein Leben? Wir haben eine Vision, die heißt Gnade und Freiheit durch die Erkenntnis des vollbrachten Erlösungswerkes Jesu erleben und weitergeben. Wie kommt Gnade durch die Erkenntnis des vollbrachten Erlösungswerkes? Wie kommt Erkenntnis des vollbrachten Erlösungswerkes Jesu? Durch sein Wort. Nur durch sein Wort. Nur. Ja? Und so kommt Gnade zu dir. Und so kommt Stärke zu dir. Amen? Amen. Nimm die Bibel die Woche ein bisschen öfter und sag, Heiliger Geist, ich brauche Stärke und Gnade. Zeig mir, was Jesus getan hat. Und ich verspreche dir, er wird es tun. Und Stärke und Gnade kommt zu dir. Amen? Das ist nicht schwer. Sag, es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Bist nicht froh, dass es nicht schwer ist? Und bist auch nicht, ich bin so froh, dass es auch nicht abhängig ist von anderen Leuten. Was? Habe ich was grammatikalisch verantwortet? Bist nicht froh, dass es unabhängig ist von anderen Leuten? Ja. Weißt, mein Mann zum Beispiel ist eine starke Persönlichkeit. Ja? Ist wirklich ein Fels auch für unsere Familie, immer gewesen. Aber seine Stärke bringt er auch manchmal aus. Und es wäre überhaupt nicht fair, hör mir zu, von mir, wenn ich aus seiner Stärke immer gezogen hätte. Es wäre überhaupt nicht fair gewesen von mir. Sondern es ist gut, dass er stark war, immer. Aber meine Stärke kommt in erster Linie nicht vom Peter. Es ist nicht fair, wenn wir die Stärke von anderen Leuten rausziehen für uns. Amen? Ja? Und es ist leicht. Sag nochmal, es ist leicht. Ja, es ist leicht. Halleluja, danke Herr. Also du kannst Lieder singen und nicht anbeten. Du kannst beten, ohne Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und du kannst auch das Wort lesen, ohne zuzuhören. Und dann lebst du in der Wüste. Aber da ist ein Garten für dich. Vergiss nicht, da ist ein Garten für dich. Und in diesem Garten, da ist Stärke. Stärke kommt durch Anbetung. Heb deine Hände ein bisschen öfter. Amen. Stärke kommt durch Gemeinschaft mit Gott. Gott ist immer mit dir. Er ist nie, so wie die Flora gesagt hat, er ist immer da. Er ist nie fern, weil er ist einfach gut. Er ist dir immer zugewandt. Er ist immer für dich.
Red mehr mit ihm. Schütt dein Herz aus. Du bist ein Schaf. Du bist kein Kamel. Gib ab deine Lasten. Lass ihn dein Hirte sein. Manche von uns sind so gewohnt, sich selbst irgendwie zu behirten. Im Sinn von, ich muss auf mich selber schauen. Oh, das ist so anstrengend, so ein Leben. Lass los und gib ab. Amen. Stärke wird kommen. Ja? Und nimm sein Wort auch und hör hin. Und wir werden das jetzt machen. Und erinnere dich, am Anfang von dieser Predigt habe ich gesagt, ich möchte, dass wir mehr Freude im Leben haben. Freude kommt durch diese Stärke. Und wir werden jetzt das am Schluss, wir werden das noch machen. Diese drei Dinge, ganz schnell. Obwohl wir das heute auch alle drei schon ein bisschen gemacht haben. Aber wir werden es jetzt gemeinsam noch machen. So, stehen wir auf. Okay, und wir heben unsere Hände jetzt. Heb deine Hände hoch. Und wir beten einfach den Herrn jetzt an, ja? Nicht mit einem Lied, sondern du sagst aus deinem Mund jetzt raus, betest du ihn an und du lobst ihn, wir nehmen uns eine Minute und Stärke wird kommen. Danke, Jesus, danke, dass du mich liebst, dass du mich errettet hast, dass du immer für mich bist, dass du immer in der Mitte stehst von unserer Familie, in der Mitte von